Ja, und damit herzlich willkommen hier zu einem kleinen Let's Show aller neuen Einheiten mit dem heutigen Empire Rework und dem DLC, der Jäger und das Biest. Hier haben wir schon mal den Jäger-General. Ich habe ihn jetzt für das Imperium extra mal ausgewählt, um euch auch zu zeigen, dass er auch für alle Imperiumsfraktionen zur Verfügung steht. Er hat einige sehr nützliche Traits. Zum Beispiel ist er sehr effektiv, genau wie die anderen Jäger auch, gegen große Feinde. Außerdem kann man ihm das Item geben, die Krone der Herrschaft. Und was kann er noch? Die glitzernde Schuppenrüstung. Ne, die konnte man ihm nicht geben. Oder? Nee, nur die Krone der Herrschaft. Und er kann, beziehungsweise er hat als Fähigkeit die Ölflasche. Das ist hier ein Geschosszauber. Und der wendet 50% mehr Flammenanfälligkeit und minus 48% Geschwindigkeit bei Kontakt ab. Sehr interessant. Dann hat er noch Feuerhagel, das zählt hier als Verstärken und wirkt sich sofort auf Ziele im Gebiet aus. Und damit kann man eben halt schneller nachladen. Dann haben wir noch die Pfeile von Akshi, das ist ein ganz normaler Geschosszauber, wie ihn auch die Waldelfen können. Wobei der hier ist eher stark gegen mehrere Angreifer, steht hier. Was hat er denn hier noch? Das sind die Pfeile von Akshi, Feuerhagel. Ja gut, und die Krone der Herrschaft. Gut, kommen wir nun zu der Expedition. Ja, hier haben wir schon das Regiments of Renown, der neuen Kriegswagen. Innen drin bestückt mit einer wunderschönen Salvenkanone. Ach, einfach herrlich. Diese Kriegswagen sind sehr schnell. Zur Not können sie auch in Nahkampf eingesetzt werden. Einfach mal, um in die Feinde reinzuwaschen. Aber generell sind es sehr leichte, mobile Artillerieeinheiten, würde ich sagen. Hier haben wir das Modell mit dem Mörser. Und hier haben wir die normalen mit den Musketen. Ich dachte zuerst, die haben da Granatwerfer drauf, aber das ist anscheinend nicht so. Sondern das sind wirklich Musketen. Was haben wir noch zur Expedition von Wohlfahrt? Ja, seine Bogenschützen natürlich. Übrigens sind alle DLC-Einheiten für die normalen Imperiumsfraktionen ebenfalls verfügbar. Hier haben wir die speziellen Bogenschützen. Und allerdings sehr schwach gegen Panzerung, genau wie die normalen auch. Die hier können sich allerdings verstecken. Jetzt kommen die normalen Jäger. Diese haben auch Pfeil und Bogen und wie ihr seht, sind die schon eher... Nee, die sind auch in einer offenen Formation. Ja, beide sind eigentlich in einer offenen Formation. Nur die hier ein bisschen mehr als die normalen Bogenschützen, also die Jäger. Sind ein bisschen mehr in der offenen Formation und haben auch Vorhutausstellung. Sondern die normalen Bogenschützen nicht. Und der Unterschied von Jäger zum Bogenschütze ist eben, dass die effektiv gegen große Feinde sind. Ja, oh, die weißen Wölfe, die sind ja blau. Oh, das ist aber hübsch. Okay. Habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen.
Ich glaube aber, dass Regiments of Renown die Todesknechte. Nein, ich dachte, die sind auch effektiv gegen große Feinde, aber das ist dann doch nicht so. Kommen wir zu Markus Wohlfahrt. Er sieht auch sehr cool aus. Mit seinem legendären Bernsteinbogen natürlich. Der hat übrigens auch einen starken Geschosszauber, so wie der normale Jagdgeneral auch. Allerdings steht hier bei seinem Geschosszauber, dass er gut gegen Einzelne ist. Und bei dem Jagdgeneral war das eher auf Masse. Dann kann er den konzentrierten Schuss noch zusätzlich machen, dreimal. Der ist auch sehr effektiv gegen große Feinde. Dann kann er noch so ein Fangnetz machen, wo sich der Gegner dann nicht bewegen kann, also kann der Gegner stunnen. Damit er den eben halt einen Gegner leben kann oder sich retten kann, oder da gibt es ja sehr viele verschiedene Möglichkeiten, das einzusetzen. Wie man schon jetzt aus dem Multiplayer-Modus auch kennt. Flinke Füße hat er. Er hat eine Fähigkeitenreichweite von 70 Meter damit, okay. Und ist 18% schneller. Sowohl Beschleunigung als auch Geschwindigkeit. Schleichen kann er ebenfalls. Er kann auch in Bewegung schießen, ganz klar. Immun gegen Psychologie, Vorhutaufstellung, Mutigen und Geschossresistenz auch noch 15%. Ja, und seine Geschosse sind auch noch rüstungsdurchdringend und sehr effektiv gegen große Feinde. Und seine Stats, die lassen sich auch sehen. So. Nicht schlecht. Ja, Markus Wohlfahrt ist natürlich auch verfügbar für die neuen Imperiumsfraktionen. Und was ich vergessen habe zu erwähnen, alle DLC-Einheiten, die wir jetzt von dem Imperium hier gesehen haben, beziehungsweise vom neuen DLC, die sind auch für die neue Fraktion der Goldene Orden verfügbar. Allerdings, und jetzt kommt das Allerdings, alle neuen Staatstruppen sind nicht im benutzerdefinierten Gefecht verfügbar, sondern nur in der Kampagne. Wenn ihr die neuen Staatstruppen mal sehen wollt, dann schaut einfach mal nach einer kürzeren Zeit wieder auf meinem Kanal vorbei. Ich denke mal, es wird dafür schon möglichst bald eine neue Mod geben, die die dann freischaltet. So. Jetzt kommen wir aber zu den X-Menschen. Und damit sind wir auch schon bei dieser erstaunlichen Schreckensechse. Ja, so schrecklich wie sie auch aussieht, ist sie auch wirklich. Denn ihre Skinks obendrauf, die können natürlich auch in Bewegung schießen. Außerdem verursacht das Ding Entsetzen und erzeugt auch Angst und ist auch ein starker Belagerungsangreifer. Und irgendwie ist es auch ziemlich laut. Und es hat über 10.000 Trefferpunkte. Das muss ich mal reinziehen. Kommen wir jetzt zu diesen Amaxon-Stacheln. Das ist das Regiment of Renown für die Stachelsalamander-Jagdrudel. Und die haben diese Urinstinkte für die Randale, wie sie viele Ex-Menschen haben. Dann können sie sich verstecken und erzeugen auch Angst und haben eine Geschossresistenz von 15%. Jo. Und können auch schießen, denn sie haben nämlich auch eine Reichweite und einen Geschossschaden. Mit was die jetzt allerdings genau schießen, das weiß ich gerade gar nicht. Schießen die Feuer? Bin hier nicht so ein Ex-Mensch gewandt. Gut, gehen wir jetzt erstmal hier oben hoch.
sind die heiligen Kroxigo. Ja, ich lach, weil diese Waffen, die sehen irgendwie schon ein bisschen komisch aus. Ne? Als ob da hier irgendwie so ein Dildo dran hat oder so, keine Ahnung. Ja, natürlich auch Urinstinkte, Verstecken im Wald, erzeugen Angst und auch sehr gute Belagerungs- Angreifer. Oh. Wie findet ihr sie? Ich finde, sie sehen eher nicht so gut aus, aber stark sind sie natürlich auf jeden Fall. Wen haben wir hier? Nakai, den Wanderer. Nakai hat Urschrei. Das ist eine Fähigkeit von ihm, mit der er einen Bereich verstärken kann und der dann die Randale auslöst. Dann haben wir einen Gifthauch, das ist eine Debuff-Fähigkeit. Der senkt die Führerschaftsgeschwindigkeit und Vitalität. Dann haben wir Kaltblütig, das ist ja normal für Echsenmenschen. Goldene Tribute, das ist übrigens sein Questgegenstand, damit hat er perfekte Vitalität. Und ja, das war's dann auch schon. Er hat noch einen zweiten Questgegenstand, aber was der bringt, das sehe ich jetzt hier nicht. Kommen wir zum nächsten, das ist Gorg. Der auffällig ist für sein helles Design. Und wenn man mit ihm startet, dann startet man auch gleichzeitig mit Lord Quoke. Er hat Ulumaks Streitkolben, das ist natürlich die Waffe, die er da in der Hand hält. Und die ist gar nicht so schwach. 40% rüstungsdurchdringender Schaden, 44% Nahkampfangriff und 40% Waffenschaden. Das ist echt not bad. Außerdem hat er sein Schild der Äonen. Das hat er dann auch. Und damit kriegt er ganze 60 Rüstung. Und kann damit so gut wie immer einen Ansturm abwehren. Das ist auch sehr nice. Dann kann er noch haltet die Stellung. Und Rock von Itza. Und hat er um einiges mehr physische Resistenz. Kaltblütig ist er normal für Echsenmenschen. Bis zum Tod. Damit hat er dann auch mehr Führerschaft und mehr Nahkampfangriff. Allerdings nur, solange er mit seinem Leben über 50% ist. Sonst nicht. Dann ist er noch immun gegen Psychologie. Mutigen. Ja, Experte Ansturm abwehren. Das ist ja klar wegen seinem Schild. Und Geschossresistenz und physische Resistenz 15%. Auch ein sehr starker Nahkämpfer. Dann haben wir hier den Vernichter von Lastoja. Das ist von der Schreckensechse des Regiments of Ruinau. Ja. Sieht nicht nur sehr laut und sehr stark aus, sondern sieht auch gar nicht so schlecht aus. Bis auf das Maul. So. Dieser Einheit hat Abneigung gegen Schrecken. Das ist ein Fluch gegen Gegner und natürlich dann minus Führerschaft. Dann kann das Ding dank seiner Skinks auf dem Rücken natürlich auch schießen. Wobei ich mich frage, wenn der so rumzappelt, wie die dann überhaupt schießen können. Aber naja. Ja, unsere Insekten, Angst,
Lagerungsangreifer, Abgeschossenresistenz 15%. Was ist jetzt der Unterschied zwischen wem und der normalen Schreckensechse? Aha. Ja. Die Abneigung gegen Schrecken zum Beispiel. Ja. Also die hier, der hier, der verursacht doch deutlich mehr, dass die Feinde fliehen. Wegen seinem Fluch. Was haben wir denn hier? Ach, Stachelsalamander-Jagdrudel. Ja. Ich weiß leider nicht, was die schießen, aber scheint gar nicht so schwach zu sein. Urinstinkte, verstecken können die sich und erzeugen auch Angst. Dann kommen wir zum Regiments of Wainum der Heiligen Croxio. Das sind hier nämlich die die Kohorte von Huortl. Ja gut, ich meine, die sehen mit den Dingern am Arm irgendwie auch nicht besser aus als die normalen. Jo. Was haben die denn? Urinstinkte natürlich. Stecken Wald, Belagungsangreifer, physische Resistenz 15%. Okay, das haben glaube ich die normalen nicht. Nee. Die normalen haben auch Urinstinkte. Das haben die ja doch auch. Ja, nur hier unten. Was haben die denn noch? Raubtiersinne. Die Rüstungsspaltung, Rüstungsdurchdringen, gepanzert. Ah ja. Gut, das war's dann auch zu den ganzen neuen Einheiten. Wie gesagt, die Staatstruppen vom Imperium sind leider nicht im benutzerdefinierten Gefecht verfügbar und auch nicht im Multiplayer-Modus. Die muss man dann anscheinend mit einer Mod freischalten. Das werde ich dann auch mal machen und werde dann dazu nochmal ein extra Video machen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann wünsche ich euch viel Spaß mit den neuen Kampagnen.